Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Klasse Voltour 1320T an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von MyGamesTeam, gibt es daher leider Gottes nur für PC und Mac, findet ihr immer in der Kategorie Werkzeuge und dann Wender. Tja, hier haben wir das gute Stück Klasse Voltour 1320T. 50 PS empfohlene Leistung, 13 Meter Arbeitsbreite bei 19 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit für 28.000 glatt in der Anschaffung, 1428 im Leasing. Wir haben 4 Farbkonfigblöcke, einmal Real Hub Color, einmal PTO, also Zapfwellenanschluss Farbe, Wheel Jocks Color und die Felgenfarbe. So, wenn wir uns das Ganze mal gucken, wir haben da ein bisschen was der Auswahl zwischen Grün, Grau, Weiß und Schwarz am Ende des Tages. Also so viel Auswahl besteht da in dem Falle nicht. Ihr seht hier, wir können die Welle im Endeffekt zwischen Schwarz und Gelb einfärben. Das gleiche gilt dann dementsprechend für hier noch. Ne? Ihr seht dementsprechend, das sind noch marginale Unterschiede. Aber ja, einfärben könnt ihr es in dem Falle. Ansonsten habt ihr mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Rundumleuchte, Kennzeichen, Geschwindigkeitszeichen und Ersatzreifen. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Config-Blöcke zur Verfügung. Wir haben Standardgerät Drelleburg mit der Reifenvariante Standard, dann haben wir Mitas, Nokian und das war's. Reifenvariante lässt sich in dem Falle so nicht ändern. Rundumleuchtenkonfiguration gibt es eine Menge. Wir haben erstmal gar keine. Dann haben wir Rundumleuchte 1, ihr müsst hier in die Mitte gucken. Rundumleuchte 2, Rundumleuchte 3, LED Rundumleuchte Clear, also ne, dass die so durchsichtig ist. Und LED Rundumleuchte Orange. Dann haben wir Plakette, also Kennzeichen in dem Falle, ja oder nein, ist sogar in dem Fall ein deutsches Kennzeichen. Dann haben wir das Geschwindigkeitsschild, 40 km/h, ja oder nein. Und dann haben wir den Ersatzreifen, ja oder dementsprechend nein. Soweit so klar, so selbsterklärend. So, schauen wir uns das gute Stück in dem Falle an, ist halt dementsprechend ein Heuwender oder ein Zetter, je nachdem, ne, wie man das Ganze da mit sehen möchte, ne. Ist ja hier als Wender bezeichnet, etc., whatever. Ne, Fachbegriffe. Klasse, Voltour 1320T. Die Gilt sehen sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Wir haben hier Warnzeichen und so weiter und so fort, ne. Das passt, CE-Zeichen vorne, Anschlüsse, dynamische Kabelschläuche, kommen wir später dazu. Ansonsten ist der ganze Spaß logischerweise zusammengeklappt, ne, klarer Fall. Hier drüben Typzeichen von Klasse und alles, so wie es auch ist. Das passt soweit auch. Gegenüberliegende Seite die Gilt nochmal, also das passt wirklich. Hinten dann im Heckbereich sofern ausgewählt das Kennzeichen, also deutsches Kennzeichen. Dann haben wir einmal Bremslichter, da haben wir Blinker, wir haben hier dieses 40 km/h Schild, sofern ausgewählt, wir haben hier den Ersatzreifen und wir haben hier eine Rundumleuchte. Ja, soweit so klar. Hat alles Kollision, wie ihr hier seht. Ne, also wir glitschen ja nirgendwo durch. Warntafeln haben wir in dem Fall auch noch. Die Reifen sehen soweit auch gut aus. Wie gesagt, in dem Fall der Drelleburg hier 500/50/17 EMP. Und die hier vorne haben auch eine Bezeichnung. Die sehe ich aber kaum. Das ist irgendwas mit 6008 oder 6 EMP. Ja, aber prinzipiell, texturtechnisch gesehen, eine sehr, sehr nette Geschichte. Kann man wirklich eine strategische Sache. So, ihr habt ja hier schon mal was vorbereitet. Ihr seht, anschlusstechnisch gesehen passt es soweit alles. Wir haben hier die Zapfwelle, wir haben hier dynamische Kabelschläuche. Das ist soweit alles mit dabei, beziehungsweise soweit alles klar. Das passt. Ansonsten Blinker, Bremslichter und der ganze Spaß funktioniert auch. Wir haben sogar eine Kennzeichenbeleuchtung hier hinten mit dabei, wie ihr seht. Also auch da alles fein. Ansonsten funktioniert das soweit wie nach einem Standardprozedere. Ne? Also ihr drückt einmal die Taste X, dann klappt ihr den ganzen Spaß auf. Das dauert ein bisschen, ne? Also ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell, dafür aber halt realistisch. Ne? Hinten klappt sich der ganze Spaß dann wieder hoch. Ne? Da haben wir einmal, zweimal, dreimal. Ne? Also ein bisschen Zeit dafür müsst ihr mit einplanen. Ist aber animationstechnisch alles sauber. Ne? Wirklich sehr, sehr schön. Dann einmal mit der Taste V senken. Dann sieht das Ganze so aus. Auch da animationstechnisch gesehen alles mit dabei. Ja, und dann einmal mit der Taste B einschalten. Und dann einfach Gas geben. Und 13 Meter sind ja dementsprechend durchaus sehr, sehr ordentlich. Und jetzt seht ihr allerdings schon hier, je nachdem, auf was ihr da für einen Hang fahrt, ist es da mehr, mal weniger ganz gut. Ne? Weil das Ding ist jetzt halt hochgeklappt. Ne? Da seht ihr, da klappt halt nichts. Da kann ich ja fahren, wie ich will. Wir müssen wirklich schon das Ganze senken. Und dadurch, dass sich das in der Mitte so anhebt, ist das bei geraden Strecken nicht das Problem. Wenn ihr dann aber halt quer den Berg oder so fahrt, kann es mal zum Problem werden. Ihr habt es ja vorne gesehen. Hier geht es jetzt mittlerweile.
Aber da müsst ihr halt wirklich schauen, in welchen Winkel ihr das Ganze macht, sodass ihr immer Bodenkontakt habt. Ansonsten sind wir hier bei 19 km/h maximale Geschwindigkeit, so wie es auch angegeben ist. Partikelsystem haut soweit auch alles mit hin. Ne, da gibt es nichts dran zu beanstanden. Die Tabwelle rotiert da so ein bisschen, beziehungsweise zittert da so ein bisschen rum. Ne? Und dann wird die Aufgabe so erfüllt, wie sie erfüllt werden sollte. Ist doch Wunderbärchen, oder? Sag ich auch. Ja, wenn wir uns dann noch den Lok anschauen, da sehen wir hier, das ist soweit alles auch ganz angenehm. Ne? Wenn ich hier mal reinkomme. Achso, das ist schon der ganze Lok, passt schon. Ihr seht hier oben, dass das, dann muss ich hier gerade noch was anderes kurven. Keine Fehler, kein sonstiges. Wir haben circa, ich glaube, 12, 14 MB, irgendwie sowas in der Richtung rum. Ist also auch mehr als angenehm, könnt ihr jetzt keine Fehler machen. Ja, wer Bock drauf hat, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.